Wir blicken da hinüber auf Stiftgartenberg. Plötzlich ist es trocken, leicht sonnig, wunderschöne Farben. Halten wir noch mal ganz eine kurze Rundschau, aber die Mama da schon in den Stadtlöchern scharrt. Hallo und Grüße aus Kremsener Donau. Ich bin Flatterfei und heute geht's auf den Feldherbesteig Wachau. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es regnet nämlich und zwar ziemlich stark. Wetterprognose wäre eigentlich gewesen, es hört um 10 Uhr zum Regnen auf spätestens. Naja, das schaut leider nicht so aus. So, wir haben jetzt auf echte Regenbekleidung gewechselt. Das sind jetzt recht hochwertige Jacken gewesen, die wir da angehabt haben. Und eigentlich waren die innerhalb von 15 Minuten trotz Frische imprägniert nicht wirklich geeignet, um da einen ganzen Tag damit zu gehen. Ich darf sich die Laune nicht verderben. Denn es schaut ja eh so aus, als ob es hell wird. Krems ist meine Geburtsstadt. Also wenn ich von meiner Heimat spreche, dann meine normalerweise diese Zentralregion in Niederösterreich. Die Wachau ist sicher eine der schönsten Kulturlandschaften dieser Welt. Nun gibt es sie also heute nur ein bisschen unnahbar. Hat am Welterbesteig ziemlich viele Höhenmeter und das merkt man nicht nur daran, dass man zum Schnaufen kommt, man merkt es auch daran, dass man ziemlich viele unterschiedliche Ansichten und Ausblicke hat. Im Vordergrund haben wir Kremser Stadtteil und mit der Donau-Universität und da weiter hinten dann Stein und drüben, wo der Donau ist, Mautern. Schaut diese Natursteinmauern
haben wir eigene Tafel, aber man muss ganz ehrlich sagen, ist auch wirklich kunstvoll ausgeführt. Ziegen, verrostete Ziegen. Ein Kollegen allerdings mit zwei Hörnern. Campus Krems, 213 Meter Seehöhe. Die Welt zugrunde in der Stadt Krems, beziehungsweise jetzt sogar schon in Stein, weil wir haben nämlich den kaiserlichen Doppeladler, also eigentlich das Wappen einer kaiserlichen Hauptstadt, auf unsere Kanaldeckel drauf. Schau, das Rebentor! Die alte Kremser Donaubrücke nach Mautern haben wir erst erreicht. Müssen wir uns noch ein bisschen dran halten. Da hinten in der Wachau, in dem engen Tal, liegt oben auf den Bergen der Nebel auf. Welterbesteig gesperrt. Ja, leider. Das ist ein sehr schöner Abschnitt gewesen. Und da müssen wir eine Umleitung in Kauf nehmen. Umleitung ist natürlich gemein, überhaupt wenn es an der schöneren Abschnitte von der ersten Etappe betrifft. Aber da ist ja bis auf den Asphalt auch ganz schön. Das ist ein wunderschönes Pausenplatz halt dort drüben. Ja, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil man wird da zu warm. Trotzdem, die Aussicht auf Mautern ist schon mal nicht so schlecht. Da werden wir dann am letzten Tag durch Mautern durchkommen. Ja, wer möchte nicht so wandern? Hä? Plötzlich ist es trocken, leicht sonnig, wunderschöne Farben, tolle Aussicht. Da kann man es so richtig genießen. Typisch für die Wachau sind so Trockensteinterrassen für den Weinbau, wie ihr es hinter mir seht. Das hat da eine viele Jahrhunderte währende Tradition. Da findet man allen Teilen. Man sieht auch nicht überall, ist das ein Schatten so günstig. Da ist zum Teil schon ordentlich flüssig auch. Und da ist das Gebiet auch gar nicht mehr für den Weinbau geeignet. Und man findet dann stille Täler oder auch da drüben aufgelassene Weinterrassen. Das sind wieder ein paar Gannmühlen. Für was wir da eigentlich abgestiegen sind vorher? He? Wenn man an dem Weg überhaupt irgendwas aussetzen kann, dann ist es sicher der hohe Asphaltanteil am Anfang. Landschaftlich ist es aller Ehren wert. Aber jetzt hat auch dieser letzte Mangel ein Ende, denn wir sind runter vom Asphalt.
schaut alles wieder gut aus, aber wenn man blauen Himmel sieht, gell? Ja. Bevor ich es vergisst zu erwähnen, es ist wieder mehr Asphalt. Ja. Weil sonst wäre ja meinem Ruf als Obersuderer nicht gerecht. Ja, diese Landschaft hat einfach was wunderbar Harmonisches. Und jetzt gerade mit den Farben des Herbstes. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen zum Wandern als in dieser Gegend. Seht ihr, wenn ich vorhin gesagt habe, dass das fragile Gebilde sind, diese Trockensteinmauern, da hat man es mit der Wartung ein bisschen verabsäumt und schon fliegt es ihm um die Ohren. Als ich das letzte Mal da auf dem Weltenbesteig unterwegs gewesen bin, hast du diese ganzen Smulbruhen alle noch gar nicht gegeben. Und jetzt wissen wir aber, die kleinen Ziegen herkommen. Ja, ich werde jetzt mich sicher nicht als Kunstkritiker versuchen, aber der Steinadler ist mir schon lieber als der Weinadler. Das ist ja Wahnsinn. Da hat er die ganze Gegend zugepflastert. Mit seinen Skulpturen. Tja, da sehe ich kein Schüler, was das ist. Das ist das Weingartenmysterium. Aber ich versuche da jetzt
hinauszugehen, gehört man aber gar nicht. Sondern der Welterbe steigt, der geht da wieder hinein, gell? In Richtung Höhereck. Wir nähern uns nun dem Höhereck. Das ist ein Naturschutzgebiet. Und das hat man erst relativ spät unter Schutz gestellt. Wunderschöne Trockenvegetation oben. Und auch ziemlich seltene Tierarten, wie zum Beispiel die Sägeschrecke, die es da gibt. Ja, mit den Skulpturen ist es anscheinend vorbei. Das ist meine Sitzskulptur, schau. Da kommt sie zum ersten Mal in den Blick. Sicher die berühmteste Burgruine in Österreich, nämlich Thürnstein. Und damit nähern wir uns auch dem ersten Ziel und dem Endpunkt der ersten Etappe. Der Weg gibt es jetzt aber noch nicht ganz geschlagen. Wir haben auch hier wieder noch einmal einen recht steilen Anstieg. Dafür belohnen uns das dann mit ein paar besonderen Ausblicken. Auch eine Perspektive von Thürnstein, die man halt normalerweise eher nicht mehr so sieht. Ganz eine karge Gegend und da ist trotzdem bemoost, ist offensichtlich schattig genug. Junge Eichen, wobei so jung sind die gar nicht, die haben sicher schon einiges an Alter, nur der Standort ist so trocken, dass da halt wuchsmäßig nicht viel weitergeht. Jetzt wieder bergab mit uns, ja. Was sagst du, ist doch ein sehr schönes Gebiet, oder? Ja. Insgesamt gesehen ist es wirklich, wirklich nett. Ja. Ja, die haben wir uns nicht wirklich ausgesucht. Ne? Ja. Ich bin hingeboren worden, ich kann nichts dafür. Also man hätte vielleicht da noch einen steilen Anstieg, aber nur vielleicht, weil der Welterbesteig führt uns nämlich da wieder hinunter ins Tal. Da sind wir jetzt am höheren Eck vorbei. Ja, natürlich von Krems nach Thürnstein ziemlich kurz, wenn man auf der Straße geht oder halt radelt. Allerdings natürlich auch lang nicht so erlebnisreich. Du hast ja nicht etwa gedacht, dass du zum Aussichtspunkt hinunter geht, oder? Wachauer Weinblick. Was sieht man vom Weinblick? Hm? Ja, diese Weinbergschnecke da, das ist doch ein günstiger Aussichtspunkt, oder? Und außerdem wird diese Schnecke da tatsächlich begehbar. Also wir können uns da bis auf den höchsten Punkt hinaufstellen. Thürnstein, Altstadt, 20 Minuten. Gleich ist es geschafft. Rubinien, die schauen aber schon sehr aus. Hm? Zum Teil ist da nichts mehr los. In diesem leicht felsdurchsetzten Gebiet da, Gfölder Gneis ist das geologisch. Da hat man eine ganz besondere Vegetation.
und eine ganz besondere Wegführung. Kellerberg, schau, und da gibt es auch einen Bildbaum, oder? Es lohnt sich auf diesem Weg hin und wieder mal auch nur wenige Meter auf die Seite zu gehen. Und dann hat man plötzlich ganz schöne, stille, fast schon mystische Plätze. Steht zumindest ein Wäldersteig drauf. Ja, stolze Festung, oder? Leider nicht mehr, aber stolz trotzdem. Ja, der Kuhberg war eine wunderschöne Rast, aber leider ist die Sonne weg. Das ist schade. Halt mir noch mal ganz eine kurze Rundschau, aber die Mama da schon in den Stadtlöchern scharrt. Da drüben hätten wir jetzt Kletterer in der Wand, gell? Und da geht's für uns den Steig hinunter. Und damit nach Dürnstein hinein. Und am nächsten Tag geht's da oben weiter. Dürnstein ist erreicht, man sieht es, und das ist auch ein touristischer Hotspot. Zum Glück ist momentan recht wenig los, Corona-bedingt. Die beste Zeit im Jahr wäre für einen guten Wein und schöne Aufnahmen aus einer ganz einer goldenen Herbststimmung. Leider, es mag mich nicht. Schau. Dürnstein ist interessanterweise seit geraumer Zeit, nämlich seit vielen Jahrhunderten, schon eine Stadt und hat ungefähr 1000 Einwohner. Im Tor 216 Meter Seehöhe und der offizielle Endpunkt der ersten Etappe. Zu Pirsig und Sand, bis auf den Regen. Ja, den Regen hätte es sich sparen können. Ansonsten eine ganz großartige Etappe in einer herrlichen Landschaft mit viel Kultur und viel Geschichte. Ich hoffe, ihr habt das vernünftig für euch eingefangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid auf der zweiten Etappe, die dann von Dürnstein weitergeht in Richtung Weißenkirchen. Und ansonsten heißt es nicht mehr, ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Den mühsamen Anstieg kann man verkaufen als Aussichtspunkt, Lade und schiere Einöde verkaufen als verkehrsgünstig. Kaum einem Weg ist so unrecht getan wie diesen, wenn man jetzt irgendwas von einer hässlichen Einöde erzählt. Du bist der Bella, was warst du noch zu sagen? Jetzt erzähl was. Nichts mehr, jetzt schauen wir, dass wir nach Hause kommen. Na ja, gut, das werden wir machen. Dürnstein hat man nämlich normalerweise niemals für sich halten. Wagen wir uns dann ein bisschen weiter hinauf, wenn wir diese stolze Festung schon mal besuchen.